Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Europa Universalis 4 und zwar einem brandneuen heißen Projekt, auf welches ich mich schon sehr, sehr lange freue. Und zwar werden wir spielen und zwar von 1444 bis ca. 2030 und nichts weiter versuchen als die absolute Weltmacht Nummer 1 zu werden mit Deutschland. Dafür starten wir mitten im Heiligen Römischen Reich mit der Extended Timeline Mod, welche unzähligen neuen Content hinzufügt, neue Entscheidungen, neue Missionen, viele Ideen und so weiter. Natürlich auch eine viel längere Timeline, neue Events, gigantische Mod. Ne? Habe ich meine extra Mod-Vorstellung zu gemacht. Vielleicht, wenn ich dran denke, packe ich euch die sogar noch in die Videobeschreibung mit rein. Ansonsten werden wir aber nicht einfach nur ein ganz normales Game spielen. Nein, das wird sogar ein bisschen schwieriger sein, denn wir werden auf schwierig spielen. Schwierigkeitsgrad auf schwierig heißt, die KI ist doch relativ stark. Die bekommen 50% mehr Rekrutenreserve zurück, haben weniger Kriegsmüdigkeit, weniger Auswirkungen der aggressiven Expansion, weniger Unruhe und weniger Zinsen bei Darlehen. Das ist also alles in allem relativ stark. Natürlich im Glück machen wir auch zufällig, weil ich einfach ein bisschen Bock drauf habe, dass da ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Und der Rest ist so, wie ihr das hier seht. Nichts Besonderes dabei. Wir spielen mit Ansbach. Ansbach habe ich aus dem Grund gewählt, weil es eine relativ schwierige Startsituation hat. Wir haben zwar Bayreuth als Vasallen, haben aber links hier zwei Reichsstädte direkt an unseren Grenzen. Das heißt, die können wir schon mal nicht angreifen. Wir haben im Süden und Osten relativ stark große Nationen mit Böhmen und Österreich. Natürlich dann im Westen Frankreich, Burgund und im Norden dann Brandenburg später. Das heißt, da ist es auch nicht so einfach zu expandieren. Das heißt, wir haben eine relativ schwierige Ausgangslage, wir haben schwierige Spieleinstellungen, wir haben viele interessante Sachen, die passieren werden in diesem Projekt, hoffe ich mal. Ich hoffe auch, dass wir nicht zu sehr auf die Schnauze bekommen und das Projekt allzu oft beendet werden muss. und ja, gut, Ansbach, gut. Wir haben einen Herrscher 332, 48er Stufen, dann unsere Ideen sind Unterhalt Söldner minus 15% und diplomatische Reputation plus 1. Unsere Ansbach-Ambitionen bestehen aus Disziplin plus 5, sobald alles freigeschaltet wurde. Dann haben wir das Land der Hohenzollern, das gibt uns ein extra Prestige. Wiederherstellung unseres Erbes plus minus 10% Auswirkung aggressive Expansion. Bisschen religiöses Gedöns, minus 10% Entwicklungskosten, ist immer ganz cool. Minus 1 globale Unruhe. Produzierte Güter plus 10% und Kampfstärke Kavallerie plus 15%. Ja, das war's dazu. Das ist alles, was wir wissen müssen. Bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Ihr dürft natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr neu seid. Da seid ihr immer bestmöglich informiert hier auf dem neuesten Stand und könnt euch auch viele andere interessante Strategieprojekte hier angucken auf diesem wunderschönen Kanal. Ansonsten alle anderen, ihr dürft gerne bewerten und kommentieren. Das würde mich immer sehr freuen und hilft meinem Kanal auch ein bisschen weiter. Ansonsten spielen wir noch im Ironman-Modus. Und damit ich nicht in die Versuchung komme zu betrügen oder tricksen, oh, da gibt es sogar schon den passenden Save. Was ein Zufall. Keine Ahnung, wo der herkommt. Kann ich euch tatsächlich überhaupt nicht sagen. Doch kann ich, das ist nämlich der dritte Anlauf. Die ersten zwei Anläufe sind super gelaufen. So mit Vernichtung, Tod und Versagen. Sag ich mal, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ihr werdet es nie mal sehen, weil es ist einfach peinlich. Aber wir haben zweimal hart auf die Schnauze bekommen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses Projekt laufen wird. Europa steht 1444 am Rande des Zeitalters der Entdeckung, erholt sich aber noch vom Schock des gescheiterten Kreuzzugs von Varna sowie der Bedrohung des Osmanischen Reichs im Osten. Der Vertrag von Tours hat Westeuropa mit einem unsicheren Waffenstillstand zurückgelassen, einem, der so aussieht, als könnte er jederzeit wegen des Ehrgeizes der Könige Frankreichs oder Englands oder dem Herzog Burgunds brechen. Im Norden bleibt die Kalmarer Union trotz ihrer Absetzung des pommerschen Königs durch die Hanse und den dissidentischen schwedischen und dänischen Adligen in Kraft. Die russischen Staaten fangen gerade an, sich von dem tatarischen Joch zu erholen, während die goldene Horde seit der Niederlage durch die Hände von Timur weiter zerbricht. Mit dem Aufziehen der Hochrenaissance bleibt die Lage in Italien und Deutschland aufgrund der kontinuierlichen Spannungen zwischen dem Kaiser und den vielen autonomen Fürsten weiterhin angespannt. Der gesamte Kontinent steht am Rande großer Veränderungen und es wird an euch liegen, Ansbach durch diese Periode zu führen. Ja, das Ganze machen wir mit allen DLCs, falls irgendjemand interessiert und falls ihr irgendwelche Sachen hier seht, die ihr selber nicht haben solltet. So, dann gut. Ausgangslage ist jetzt erstmal folgende. Wir müssen jetzt natürlich erstmal gucken, dass unser Land funktioniert und das machen wir erstmal so, dass wir hierher gehen und ganz frech uns diese ganzen extra Machtpunkte holen. Ohne die mache ich hier gar nichts. So, dann seht ihr allerdings, was der Nachteil ist. Wir haben nämlich absolut kein Kronland mehr. Wir werden jetzt erstmal noch eine Versammlung einberufen und gucken, dass wir irgendwas machen, wo wir Gold bekommen. Ja, das wird das hier. Danach tun wir Land beschlagnahmen.
haben wieder ein bisschen Land zurückbekommen, haben auch direkt die Mission fertig am Anfang. Und zwar, dass uns zwei Kurfürsten wählen würden als Kaiser. Dafür bekommen wir jetzt den Prestige, einen Diplomaten und plus 25% Beziehung verbessert. Das machen wir auch sofort. Danach beginnen wir mit, okay, die hasst mich wie die Pest, die sind meine Rivale. Gut, das ist dieses Mal scheiße gelaufen. Ist halt immer ein bisschen random. Nürnberg als Feind, I don't like it, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte natürlich versuchen, das zu kippen, wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Die hassen mich ebenfalls. Ganz toll, okay. Immerhin Brandenburg hat etwas bessere Beziehungen zu uns oder möchte etwas bessere Beziehungen zu uns. Wen gäbe es denn dann noch als potenziellen Partner? Langfristig. Vielleicht Braunschweig noch. Österreich werden kein Interesse haben. Der Schwierigkeitsgrad tut natürlich sein Übriges. Württemberg hätte zumindest strategisches Interesse an dem Bündnis. Deswegen werden wir mit denen auch noch die Beziehung verbessern. Gut, da hätten wir schon mal unsere ersten drei. Die wollen jetzt, dass wir unsere Produktion auf Stufe 5 schmeißen. Und was ich auch ganz cool finde tatsächlich, es gibt hier auch neue Missionen. Zum Beispiel können wir hier einen Punkt verlieren in einem Bereich und dann bekommen wir dafür Boni. Zum Beispiel minus 1 Unruhe, Handelseffizienz erhöht sich, Missionarstärke, Diplomaten. Genau, das gäbe es auch noch, aber das können wir nicht machen, weil wir nicht genug militärische Macht haben. Wenn die jetzt zum Beispiel hätten, dauert natürlich am Anfang mal ein bisschen länger. So, jetzt haben wir genug militärische Macht, jetzt können wir dann auch das mit Militär machen. Gibt uns dann plus 10% Moral, plus 5% Disziplin. Oder hier Nahkampfangriff, Armeeanführer plus 1, Anführerlimit plus 1. Relativ cooler Stuff. Berater lassen wir jetzt erstmal noch außen vor, weil haben wir eh kein Geld für. Einzige, was wir noch machen, ist, wir lassen hier direkt unseren Herrscher rein. Der ist dieses Mal genauso scheiße wie die letzten zwei Male auch schon. Drillen sofort. Bayreuth mag mich. Jetzt suchen wir natürlich Bündnispartner, das ist das Wichtigste, ansonsten kriegen wir direkt auf die Schnauze, das würde ich gerne unterbinden. Kein Interesse daran, direkt auf die Schnauze zu bekommen. So, das ist übrigens relativ lustig, weil wir können jetzt nämlich rein theoretisch nochmal Titel verkaufen, es gibt uns ein bisschen Geld. Und das Lustige daran ist, wir verkaufen 10%, auch wenn wir gar keine 10% haben. Was wir jetzt auch machen, ist, wir geben unser gesamtes Geld aus und erhalten Kernprovinzen in Ingolstadt, Wasserburg und Donauwörth. Genau, jetzt nehmen wir einen Kredit auf, um das natürlich abzuzahlen, weil wir da leider noch nicht genug Gold hatten. Das ließ sich nicht vermeiden. Ich sage, wir könnten jetzt hier natürlich das Zeug wieder verkaufen, haben wir wieder 0%, haben wir wieder ein bisschen Gold. Ob sich das jetzt so groß rentiert, ich weiß nicht. Auf alle Fälle haben wir es jetzt trotzdem gemacht, wir waren eh schon ganz unten. Autonomie wird hier, ja, ist aktuell auf 0. Und ich glaube auch, das kann sich nicht erhöhen, weil es die Hauptstadt ist. Genau, solange es unsere Hauptstadt ist, ist es total irrelevant mit der Autonomie. Deswegen juckt mich oder uns das auch gar nicht eigentlich. Wir haben jetzt auch direkt die erste Mission fertig, gibt doch mal ein bisschen extra Geld. So, gesetzliche festgelegte Rechte für Stände. Die Landstände von Ansbach haben Graf Albrecht II. Achilles einen Kompromiss angeboten, um die schwache Kontrolle zu stärken, die die Grafschaft über das Land ausübt. Im Gegenzug fordern die Stände bestimmte Freiheiten. Minimale Autonomie global plus 25. Würden quasi knapp 30% landen, aber das will ich gar nicht. Das ist aktuell nicht schlimm. Das können wir schon selber regeln. Die Loyalität ist eh relativ hoch. Wir machen dann einmal dit hier und dann wieder dit hier. Und selbst wenn nicht, können wir eigentlich mit unseren Soldaten relativ gut hier gegen angehen. So, jetzt haben wir dann 7000 Mann. Das passt. Das ist auch am Limit. Gut, Rivalen haben wir ja gesehen. Anhalt ist scheinbar Rivale. Wo ist Nürnberg? Ah, Nürnberg. Nürnberg ist auch Rivale. Und Würzburg ist Rivale. Haben wir das auch schon mal gemacht? Rekrutieren natürlich jetzt noch neue Truppen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ah, scheiße. Die nehmen wir immerhin mal an. Am Ende geht es um Bündnisse. Das ist alles, worum es geht. Was wir auch direkt machen, ist hofieren. Einfach damit wir dann auch die im Falle eines Krieges mitrufen könnten.
Okay, die ist super, tatsächlich. Wenn er abnippelt und sie wäre Regentin, puh, da würde ich aufpassen. Okay, Rotenburg nimmt auch an. Rotenburg ist auch hier relativ stark heute, tatsächlich. Machen wir hier auch noch Rufieren. Haben wir das schon mal gemacht? Okay, damit haben wir die Grundvoraussetzung schon mal gelegt für das Ganze hier. Berater können wir uns aktuell keine leisten, weil wir haben kein Geld. Aber das ist auch nicht so wichtig aktuell. Wir haben erstmal unsere ersten zwei Bündnisse. Ich hatte ja gehofft, dass wir Brandenburg überzeugen hätten können, aber naja, wir könnten halt versuchen, mit Gefallen das Ganze zu verbessern, dass sie uns vertrauen. Aber mal gucken. Zehn Legitimität verlieren, das ist nicht ganz so toll, aber es scheint mir jetzt gerade das Richtige zu sein in der Situation. Haben jetzt natürlich einen Kriegsgrund gegen diese. Können sogar die Unabhängigkeit unterstützen. Lehnsherr ist ja Landshut. Landshut hat Bündnis mit... Ah, mit Böhmen. Ja gut, dann erstmal nicht. Ach, scheiße. Meinung von Württemberg. Scheiße. Wir werden jetzt auch erstmal die ganzen Punkte, die wir bekommen, hier rein investieren. Aber nicht alle, weil wir werden warten für die nächsten Missionen. Gucken, dass wir da dann wieder direkt am besten irgendwas bekommen, wo wir nochmal Gold bekommen oder irgendwelche anderen Boni. Prestige ist auch mal ganz cool. Okay. Schaut es denn aktuell diplomatisch aus? Wir haben Freunde, wir haben Feinde. Das ist nichts Besonderes. Wir haben Ansprüche. Würzburg hat Ansprüche auf uns. Ich mag Würzburg nicht. Die haben Pfalz, Nürnberg und Nassau als Verbündete. Klingt im ersten Moment mal sehr dramatisch alles. Sachsen mag mich nicht. Thüringen ist leider nur Juniorpartner von Sachsen. Unabhängigkeit unterstützen wäre ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, das ist halt schwierig am Anfang. Das ist nicht so einfach. Wo ist jetzt mein Geld hin? Minus 0,08. Auch so blöd, ne? Ich bin der größte Ochse. Es wird uns jetzt nicht killen, aber wir werden jetzt natürlich dann mehr Einnahmen haben. Wir sollten jetzt dann eigentlich aus dem Minus wieder rauskommen, oder? Naja, wir sind eigentlich am Nullpunkt. So, 1, 2, 3, 1. Sehr schön, haben wir einen extra Punkt dazu bekommen. Das ist auch immer der Vorteil am Drillen, dass dann auch quasi der General was lernen kann. Wir haben noch Darlehen. Pass auf, zahlen wir das eine Darlehen mal zurück. Und dann haben wir plus 0,00. Wir haben jetzt quasi keine Einnahmen und keine Ausgaben mehr. Oh. Neugeborene Tochter. Unruhe global plus 3. Wahrscheinlichkeit Nachfolge minus 100%. Ein Adler. 453 ist schon geil. Und jetzt noch relativ jung. Deswegen nehmen wir das jetzt mal mit der Unruhe hin. Der läuft eh nur ein Jahr. Da egal. Auch wenn er echt nicht schlecht gewesen wäre, aber war in dem Fall leider nicht für mich von Interesse. Ey, der wird immer besser. Ist ja eine echte Maschine. Jetzt hat er schon 1, 3, 3, 1. Der müsste eigentlich schon Level 2 sein. Also eigentlich müsste er schon ein 2er General sein. Fragt mich nicht, warum er noch als Level 1er General gilt. Kurze Frage, was ist deine Mission? Ach, du warst schon fertig hier, ne? Das Problem ist einfach nur in dem Fall, tatsächlich. Scheiße. Oh, das ist gut. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr gut. Okay, verlässliche Verbündete
Wir brauchen zwei Nationen, die mit mir verbündet sind und mindestens 150 Meinungen haben. Gibt uns einen Dip-Rip für 25 Jahre. Warum nicht? Erlangt Untertan. Anzahl Untertan ohne Tributstaaten 2. Das ist gut. Also Brandenburg als Verbündeten taugt mir. Auch wenn die jetzt aktuell nicht die absolute Supermacht sind, aber passt erstmal. So, gucken wir, dass wir alle drei auf plus 10 Hofieren bekommen. Also quasi plus 10 gefallen. Das wäre das nächste, was wir jetzt brauchen. Papsteinfluss oder... Ne, wir nehmen den Papsteinfluss, denn den können wir nachher gut nutzen. Nürnberg Exilant erhält 10 Prestige. Meinung von Nürnberg hat sich verschlechtert. Sehr gut. Herzlich willkommen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wie man so schön sagt. Okay, also Böhmen ist halt leider trotz allem ein fettes Problem. Auch wenn mich Württemberg unterstützt. Ich bräuchte auf alle Fälle auch noch Brandenburg und Rotenburg mit drin. Ja, und selbst da wüsste ich nicht, ob es reichen würde. Was wäre mit euch? Pfalz, Bünden. Jetzt schaut, die sind wieder etwas interessanter sogar. Dann müssen wir halt nochmal abwarten. Es wird ein Geduldsspiel. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Es wird ein Geduldsspiel werden. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Kleine Fehler, kleine Situationen, die auszunutzen. Da halt dann quasi den richtigen Moment zu finden und zuzuschlagen. Das ist das, worauf es ankommen wird. Das ist das, worauf es dann, was dann zählt. Aber aktuell natürlich auch schon Ideen freigeschaltet. Es gibt auch deutlich mehr Ideen natürlich jetzt in der Mod hier. Wir haben schon mit frühen religiösen Ideen angefangen. Frühe offensive Ideen, frühe administrative Ideen und frühe Handelsideen. Nur weil da steht früh, heißt es nicht, dass es schlechter ist. Das ist genauso gut wie die späteren. Das heißt halt erstmal nur frühe Ideen. Ist jetzt erstmal nichts Verwerfliches dran. So, ich habe kein Interesse daran. Dankeschön trotzdem nochmal für das Angebot. 9 und jetzt kommen wir dann gleich wieder. Wie oft soll dieses Event denn noch kommen? Alle 5 Sekunden. Übrigens, wollt ihr noch? Übrigens, möchtet ihr? Übrigens, nee, möchte ich nicht. Ich kann schon selber auf mich aufpassen, tatsächlich. So verrückt das auch klingt. Gräfin Renata. Gesetzliche Rechte. Nein, was ist denn jetzt? Oha. Wie kann denn der noch immer Level 1? Das ist doch ein Bug, oder? Dass die Sterneanzeige nicht aktualisiert. Der ist einfach 1, 3, 4. Auch wenn Manöver nicht so viel bringt. Mein Geschmack nach. Klar gibt es Leute, die sagen, nein, Manöver ist das Beste, was es gibt. Ohne Manöver kein Manöver. Aber ich bin kein großer Manöverfreund. So, schauen wir mal kurz. Okay, also Versammlung einberufen sollte das Erste sein, sowieso. Grundsteuer 8 gibt Loyalität und Prestige. Das andere gibt... machen wir die Grundsteuer. Das machen wir einfach aus dem Grund auch, dass wir mehr Einnahmen haben. So, jetzt haben wir nur das Problem, dass einige sich hier aufmucken werden gleich. Deswegen müssen wir jetzt kurz aufhören, unsere Armee zu drillen. Und die Renaissance ist eingetreten. Seit dem 14. Jahrhundert förderten die Reichen und Mächtigen in den italienischen Stadtstaaten Künstler und Gelehrte, die gewillt waren, die alten römischen und griechischen Gesellschaften ihrer Vorväter zu erforschen. Als kulturelle Bewegung erstreckte sich die Renaissance bereits über einen Großteil der Region und hat immensen Einfluss auf Literatur, Kunst, Philosophie und Musik. Humanistische Gelehrte analysieren darüber hinaus die Gesellschaften, in der sie leben, und vergleichen sie mit den Idealen der Philosophen der Antike. Zur Jahreswende 1450 ist der Humanismus der Renaissance zu einer reiferen Bewegung geworden, die kurz davor steht, sämtliche Aspekte der Gesellschaft zu durchdringen. Ein neues Ideal für Herrscher sowie Beherrschte gleichermaßen verbreitet sich so rasch, wie es die frühen Druckereien ermöglichen. Ein wahrer Humanist der Renaissance ist ein Experte auf dem Gebiet von der Politik und der Philosophie bis hin zur Kunst, der Textanalyse, der Musik und der Architektur. Die Renaissance ist nun bereit, die Welt so neu zu gestalten, dass sie besser zu den Idealen der Antike passt. Übrigens natürlich hier, ihr seht das auch, wir haben ja natürlich noch viele Punkte, die es hier noch freizuschalten gibt. Und natürlich auch hier, gibt es noch viele weitere neue Punkte. Wir sind jetzt aktuell hier und dann geht es natürlich noch irgendwo da weiter und so. Bisschen buggy hier das mit dem Anklicken. Aber so geht das hier quasi im Laufe der Zeit weiter hoch bis irgendwo hier 2000 ist dann das Ende. Dann irgendwann angelangt. Ja, das dazu. Hallo?
konnte man gar nichts mehr anklicken. Okay, ihr seid soweit ready. Sobald die bei voller Stärke sind, werden wir ein bisschen uns Land zurückholen. Sobald die unter 30% Loyalität sinken, wie die hier zum Beispiel, werden die nur leider aufbegehren und Stress machen. Deswegen werden jetzt hier dann Truppen Truppen spawnen, aber das sollte man natürlich gewinnen, vor allem wenn man einen relativ guten General hat, wie wir. So, jetzt haben wir uns dann schon mal ein bisschen Land zurückgeholt. Das passt schon mal. Machen wir es dann auch nachher weiter. Die Bauern sind natürlich alle relativ unzufrieden, aber das ist jetzt hier für uns kein... Ah, weil... Da gibt es sogar ein paar Leute, die haben schlechte Laune scheinbar. Kannst du auch echt übertreiben, ey. Boah, Jesusen. Narren. 17 Jahre. Wahrscheinlichkeit Nachfolge plus 50%, das ist doch auch schon mal ganz toll. Haben jetzt auch schon überall hier relativ viel profieren können. Wir schauen kurz, ob wir da irgendwas eintauschen können. 4 Gold. Das lassen wir alles sein. Wir schauen mal kurz, ob wir vielleicht nochmal irgendwo einen Verbündeten finden. Wir hätten, ja, wobei wir haben keinen mehr frei. Besser mal die Beziehung mit Bayreuth. Dann, ja, gegen die hätten wir ja rein theoretisch. Brandenburg unterstützt eben nicht, weil sie keine Gefährlichkeiten haben und selbst dann nicht, weil sie Schulden haben. Aber wie gesagt, solange du da jemanden als Feind hast, der Böhmen als Verbündeten hat, kannst du da nicht viel machen. So traurig das auch ist. So, Adel verliert Einfluss. Naja, wieder echt wirklich toll hinbekommen, auch mit der Rebellenfraktion. Ja, so wieder. Ich meine, das Ding ist, die werden sich jetzt hier im Laufe der Zeit anpassen. 0,22% pro Monat. Oder pro Jahr. Pro Jahr. Sobald die über 20% sind, wäre das zumindest wieder entspannt. Nee, warte mal. Pro Monat oder pro Jahr? Oh, der Thronfolger ist gut. Aktuell 434 ist gut. Das finde ich sehr nice. So, Titel verkaufen machen wir natürlich, bin ja nicht blöd. 19,8. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt Monat. Ne, es ist, glaube ich, ein Monat. Pro Monat steigt das Ganze. Das senkt auch das Rebellenrisiko, deswegen denke ich mal, ja. Die werden da keine Faxen machen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Natürlich die Frage, das Loyalitätsgleichgewicht, je höher, desto besser ist es natürlich, rein theoretisch. Das Problem ist, das hat das Loyalitätslimit leider schon verringert. Berater vergünstigen könnte man machen. Gäbe es denn hier noch irgendwas? Prestige jährlich. Steuern an minus 5%. Ist auch nicht ohne. Produktionseffizienz. Inflationsreduktion, Zinsen, ne? Natürlich hier Verfall Armeetradition, Kosten generelle. Das ist der größte Witz, Armeetradition plus 1. Also relativ teuer meine ich damit eigentlich. 1, 3, 4, 1. Anführereigenschaft zielorientiert. Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%. Wir haben auch ein bisschen Wachstum in der Zwischenzeit. 14, 54 können wir dann auch die nächsten Entscheidungen treffen. Da werden sie jetzt wieder richtig rumheulen, wenn wir das machen. Oh Gott, werden die sich aufregen. apropos aufregen. Stimmt, einen Punkt habe ich komplett vergessen bis letzt. Unsere Stabilität. Die war noch relativ niedrig. Damit hätte sich das jetzt auch schon mal erledigt mit den Rebellen. Unsere Einnahmen steigen auch ein bisschen weiter an. Eine Art Propagandatext zirkuliert am Hof, der Albrecht der II. Achilles als machthungrig darstellt. Wir verlieren diplomatische Macht, wenn es sein muss. Gäbe Schlimmeres für unsere Zwecke. Unabhängigkeit unterstützt von Salzburg. Das fände ich gar nicht so schlecht, wenn die unabhängig sind, weil dann könnte ich die in Ruhe schlucken eigentlich. Ich überlege auch, die Unabhängigkeit zu unterstützen tatsächlich. Hättet ihr da Bock drauf? Salzburg. Ah, Salzburg ist selber ein kleiner Snob. Die vielen Aufgaben eines Soldaten. Lange Friedenszeit und Veränderungen in der Wirtschaft haben dazu geführt, dass viele unserer Berufssoldaten die Ruhegelder, die wir ihnen zahlen, als nicht ausreichend betrachten. Eine wachsende Zahl von ihnen hat sich an andere gewöhnlichen Arbeiten gemacht, ob nun Ladenbesitzer oder in der Handwerkerkunst, und hat dadurch einen besseren Lebensunterhalt in ihren Stadthäusern. Auch wenn dies
Wirtschaft vor Ort anregen kann, bedeutet es zugleich, dass diese Soldaten die Ausrüstung, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, nicht länger pflegen oder sich mit ihr ertüchtigen. Wir müssen ihren Sold steigern. Egal, macht erstmal, ist nicht so schlimm. Wir haben auch nicht so viel Armee-Professionalität bis jetzt gehabt. Also wir sind jetzt bei 30% fast. Ganz gut eigentlich. Das bringt uns das schon mal, kann Versorgungsdepots bauen. Ja, kosten generelle Armee-Drillzuwachs. Das Drillen ist halt nice, weil es uns einfach auch zusätzliche Werte gibt, ne? Mehr Schaden, Fern- und Nahkampf und weniger Schaden, den man erleidet, Nah- und Fernkampf. Das hat schon seine Vorteile. Das ist schon cool. Was ist das Gleichgewicht eigentlich? 31. 31 Loyalitätsgleichgewicht ist Müll. Kann man schon mal sagen. Die werden immer Probleme machen. Unzufriedenstellenderweise. Eine neue Reichsreform. Baukosten minus 5%, Entwicklungskosten minus 5%. Ist ja nur das Ding mit der Freiheit, ne? Solange Landshut eben verbündet ist mit Böhmen und Böhmen so stark ist, kannst du da nicht viel machen. Schaut zu dem Reich aus. Unser einer wird unterstützt von absolut niemanden. Nee. Ach nee, warte mal. Doch, wir haben von Brandenburg und Köln gewählt aktuell. Und wir könnten sogar Mainz noch überzeugen. Vielleicht Beziehung verbessern. Könnten sogar ein Bündnis anbieten. Beziehung verbessern, ein Spionagenetzwerk in Würzburg. Gleich mal Anspruch fingieren auf selbige. Und Köln können wir mal die Beziehung verbessern. So, auf Hoffnung, dass sie mich dann etwas mehr mögen. So, und ja, jetzt haben wir tatsächlich drei, die für uns stimmen würden. Da brauchst du ein bisschen Glück. Wie alt ist denn der Typ, der hier herrscht? 38, noch relativ jung. Kann noch ewig dauern, bis der abdankt. Leider. Aber wir hoffen einfach mal aufs Beste. Ihr könnt schon mal aufhören zu drillen. Wir warten darauf, dass jetzt hier quasi der... Alter. Übrigens auch ganz lustig. Wir haben in Ansbach übrigens die schwäbische Kultur und wir haben eigentlich die fränkische Kultur für uns. Also das ist echt relativ lustig, dass wir die falsche Kultur in unserer eigenen Hauptstadt haben. Na, Württemberg und Ansbach mögen sie wieder ein bisschen mehr. Das ist doch schon mal ganz toll. Wir lieben uns ja sowieso. Das ist ja schon... Minus... das ist ja nice. Also da investiere ich gerne die Grundstadt. Also das ist ein cooles Event gewesen. Plus 0,5. Wir schauen auch mal, was das hier dann nachher bringt. Am 2.12. können wir die nächste Versammlung einberufen und dann am 1.4. im Jahr drauf können wir uns dann auch wieder Länder reinholen. Da sollten wir auf alle Fälle bei über 10% wieder liegen. Ja, Freiheitsstreben, Untertanentwicklung, bla. Steuernahme minus 15%. Ist alles irrelevant. Das tut nicht wirklich weh. Und wie gesagt, auch, dass wir hier die Autonomie plus 0,2 haben, ist auch irrelevant, weil es in der Hauptstadt ja überhaupt nicht mit reinkommt. So arrogant das jetzt auch klingt, aber das juckt mich tatsächlich alles überhaupt nicht. So, Kirchenstadt 100 Meinungen, naja. Prestige im Jahr. Ingolstadt ist ein Besitz, Ansbach hier, das brauchen wir. Und da habe ich auch extra gespart für, dass wir die Produktion dann auch so hochscalen können. So, und da haben wir jetzt plus 0,74. Könnte sogar eine extra Truppe dazu rekrutieren. Machen wir auch gleich. Und haben hohes Einkommen. Baukost minus 10, Bauzeit minus 25. Was braucht man dafür? Einkommen von mindestens 2,99. Das lasse ich aber nochmal. Das ist eher was, wenn wir da wirklich mal bauen können. Aktuell können wir nichts bauen oder werden wir auch nichts bauen. So, 8000 Mann. Partikularisten, aber... Oh. Das war deutlich knapper, als mir lieb gewesen wäre. Puh. Das Ding hat man fast verloren. Apropos, wir hätten das fast verloren. Ich habe hier ein bisschen Feinde mir gemacht. Nicht viele, nur ein paar. Die hassen mich jetzt alle. Verringert leider auch wieder die Einnahmen. Leute, Leute. Da ist schon eine Hausnummer hier schon wieder.
So, Würzburg hat Verbündete. Lüneburg, Pfalz, Nürnberg und Nassau. Da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Relativ ausgeglichen. Zu ausgeglichen sogar fast, für meinen Geschmack. Wir hätten allerdings auf feindlicher Seite Nürnberg. Jetzt ist die Frage, könnten wir Nürnberg direkt besiegen in einem direkten Angriff? Wäre wieder so eine Frage, die man sich jetzt halt hier stellen müsste. Wie würde ein Angriff hier direkt funktionieren und wäre er erfolgreich? Das ist halt die Frage. Wie schaut es bei euch eigentlich entwicklungstechnisch aus? Ist mir zu teuer, lohnt sich nicht. So, mit euch sind wir durch. Alle wählen sie für mich, das ist ganz toll. Da fehlt sogar noch einer, aber den kann man immer nicht besetzen. Da bleibt er quasi unabhängig. Plus 0,17. Naja, gut. Historisches Zentrum von Prag. Hübsch. Hübsches Ding. Kann man denn loyal sein eigentlich? Wie dumm sind die denn? Was mache ich jetzt mit meinen ganzen Diplomaten, die ich jetzt hier rumstehen habe? Ich weiß es nicht. Wir hofieren mal Brandenburg. Ah, nee, die hofieren wir sowieso. Da könnte man sogar ganz frech 17 Dukaten eintauschen. Das machen wir doch gleich mal. Geld regiert die Welt und mich auch. Auf der einen Seite, man müsste eigentlich Krieg führen. Nur Krieg führt zum Sieg. Ach Gott. Ach, das mit der Stabilität ist immer so. Man, du hast so Situationen wie jetzt zum Beispiel. Egal, was du machst, es geht immer in die Hose. Und das ist jetzt so eine davon. Du hast eh schon niedrige Stabilität. Das zu erhöhen wird teuer. Und dann kommen noch so Events mit dazu, wo es dann noch weiter runterzieht. Und dann geht wieder alles in die Hose. Und das ist immer so schwierig. Aber gut, das ist halt einfach so. Ist halt Europa Universalis 4, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, das wird eines der härtesten, aber auch spannendsten Projekte, was wir bis jetzt hatten. Muss ich tatsächlich sagen. Da bin ich schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei in den nächsten Folgen. Bis zum Ende des Projekts. 60, 70 Folgen. Mal gucken, wir werden sehen. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.